Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Hatzel und ich bin wieder mal zu Hause, weil es regnet bei uns sehr stark im Moment. Und ich habe das mal in einer Testaufnahme gemacht. Das ist echt ekelhaft, wenn auf das Dach von meinem Auto der Regen tropft. Das ist so laut. Nee, deswegen zu Hause. Die Woche war ja ziemlich cool. Also ich erinnere mich an das Spiel Deutschland gegen Brasilien, das geheime Finale eigentlich schon. 7:1 haben wir sie vom Platz gejagt, die Brasilianer. Also nach dem 4:0 hatte ich mir nur gedacht, oder schon beim 3:0, oh mein Gott. Ich hätte lachen können vor lauter Häme, aber andersherum, es tat mir echt leid für die brasilianischen Fans, die ja wirklich wie eine Religion das Ganze feiern. Also es ist ja bei uns fast genauso mit dem deutschen Fußball, aber in Brasilien wird er ja wie eine Religion gelebt. Und deswegen schade für Brasilien, dass sie draußen sind. Schade in ihrem eigenen Land, aber so ist es ja bei uns auch passiert in Deutschland. Ne? Also von dem her, wow. Ja, und dann das Spiel Argentinien gegen Holland. Ich bin echt eingeschlafen. Es war Grottenkick, es war Schach auf dem Rasen. Aber mein Gott, was soll's, es soll auch mal sowas geben. Nur das soll nicht bedeuten, dass hier das Endspiel am Sonntag mal ein anderes Spiel sein kann. Ne? Man weiß ja nie, Fußball ist erst dann beendet, wenn der Schiri sagt, so, Schluss. Und deswegen, ich freue mich darauf. Ich würde mich mal interessieren, wo ihr denn das Finale anschaut am Sonntag. Zu Hause, in irgendeiner Kneipe, bei Freunden, Public Viewing, irgend sowas. Schreibt es gerade in die Kommentare, würde mich mal tierisch interessieren. Gut, das war jetzt der Fußball. Und ich habe die Woche ja mal angefangen, die Elder Scrolls Online, deswegen auch hier ein schönes Skyrim-T-Shirt an, ne, hier. Habe ich schon ein bisschen gezockt und da hat mir der nette Mischa vom BGW-Clan geholfen, ein bisschen hier so eine Einführung zu geben und wir werden das auch wiederholen. Und wenn ihr auch die Elder Scrolls Online zockt und wenn ihr denkt, ja, mit dem Hatzel könnten wir mal ein bisschen zusammen spielen, ein bisschen streamen auch oder vielleicht ein Video aufnehmen, dann schreibt mir es auch gerade per PM oder hier in die Kommentare, wenn ihr mit mir ein bisschen zocken wollt. Ja, Elder Scrolls Online ist leider nicht kostenlos, ist auch kein Free-to-Play, sondern ihr müsst dann im Monat mindestens, oder sagen wir so, 12,99 € für 30 Tage bezahlen. Aber im Moment sage ich, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich sehr und deswegen, ja, mal gucken. Guckt es euch mal an. Ich habe mir es jetzt für 19,99 € bei G2A geholt und habe natürlich auch den Lost Aiming, sein Reflink genutzt. Also Lost, falls du das siehst, ich bin derjenige, der die Elder Scrolls Online über deinen Reflink gekauft hat. Muss ja auch sein, man muss ja auch mal seine Kollegen und seine Freunde ein bisschen unterstützen. Macht das auch. Und wie gesagt, ich spiele jetzt ein bisschen Elder Scrolls Online und wenn ihr jetzt Bock und Zeit habt, dann könnt ihr auch gerne mit einsteigen. Gut, ja, dann, heute ist ja Donnerstag, heute möchte ich wieder streamen. Und ich habe mir über das Humble Bundle, was im Moment läuft, ihr müsst es, ich tue es mal unten verlinken, Humble Bundle 2K, richtig, richtig geil. Da gibt es The Darkness 2, XCOM The Bureau, XCOM Dickel Classified, wie es immer heißt, bla bla blub. Und das muss man sich wirklich holen und kann mit 1 Dollar bis, ich glaube, über 20 Dollar oder so oder mehr. Aber es ist wirklich günstig. Ich schicke es einfach mal hier unten rein und da habe ich mir, wie gesagt, The Burrow geholt und das möchte ich gerne heute Abend streamen und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ein bisschen taktisch ist mit dabei, ich habe so ein bisschen vorgezockt auch mal, um zu gucken, Grafikeinstellung kann ich auch wieder Ultra nehmen, sieht richtig schick aus und die Geschichte, ja, mal gucken, spielt in den 60er Jahren, also 62 meine ich war es, Kennedy, Präsident und so, ne, wisst ihr Bescheid, hoffe, stimmt das auch, wenn ich jetzt irgendwelchen Blödsinn erzähle. Und ja, heute Abend, wie gesagt, The Burrow, XCOM, die Classified wird gezockt, wird gestreamt und da seid ihr natürlich auch recht herzlich willkommen. Morgen ist Freitag um die Bubble-Stunde und ich muss euch sagen, ich hoffe, in Umax, falls du das siehst, ich hoffe, du hast morgen Zeit und dir geht es ganz gut. Ich habe doch bis auf Facebook irgendwas gelesen, was ein bisschen zum Nachdenken animiert hat, aber wir können das mal ganz kurz nochmal besprechen. Ich hoffe, dass du morgen Zeit hast und ansonsten lass mir was anderes einfallen. Und ja, Bubble-Stunde morgen 20.15 Uhr bis, ja, normalerweise 22.15 Uhr, aber wie ihr mich kennt, manchmal überziehe ich auch. Ja, und ansonsten habe ich sonst nichts anderes, außer wir sehen uns heute um 19.30 Uhr, genau. Und morgen Bubble-Stunde 20.15 Uhr auf meinem Kanal, auf Hatzel666. Gut, das war's.
In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bis später dann. Ich bin und bleibe Hatzel. Ciao! Wupperwiesel ist für dich. Wupp.